Ja, Hallöchen. Und ich starte direkt mal mit einer schlechten Nachricht, denn wir können uns nicht bewegen. Wir können uns umschauen, wir können schlagen, wir können Inventar gucken. Aber wir können uns nicht bewegen. Ich habe mir meine Patch Notes aufgerufen und ja. Da stand jetzt nichts dazu drin, dass jetzt irgendwie da was groß geändert wurde, deswegen. Blöd. Ich weiß auch nicht, wodurch das jetzt kommen soll. Ich habe auch schon öfters neu gestartet, nochmal geguckt bei den Tasten. Aber es geht nicht mehr. Von daher müssen wir jetzt ein neues Spiel anfangen. Das ist sehr schade, weil unser Spielstand ziemlich geil war. Also gibt es jetzt einfach dann mal einen Neustart. Ja, ich möchte es überschreiben. Leider. Aber naja. Wir überspringen das ganze Intro mal, denn kennen wir ja schon. So, wir haben aber scheinbar wieder Glück. Es gibt übrigens auch neue Tiere und allen drunter, also in der 0.02, in der Alpha 0.02, ist jetzt wohl einiges gemacht worden. Deswegen bin ich mal äußerst gespannt, was da auf uns zukommt. Haben die Palmen schon immer solche Schatten geworfen? Hier haben wir auf jeden Fall wieder sehr viel Glück, wie ich hier sehe. Ja. So, komm mal ran hier. Die Insel ist schön groß. Hier gibt es einige Palmen immerhin. Ich schaue mich jetzt gerade mal um. Da können wir gleich mal reingehen. Also, wir sind jetzt hier an einer neuen Ecke angekommen. Ist halt jetzt so. Und ich schaue mal gerade. Doch, doch, ist schön groß. Da ist die nächste Insel direkt. Die ist gar nicht so weit weg. Was haben wir hier? Hier haben wir einen ganz großen Felsen. Bin gespannt, ob man dann auch später was davon abschlagen kann. Bin gespannt, wann wir mal eine Schildkröte treffen, weil die soll es jetzt wohl auch geben. Also es soll wohl ganz viele neue Tiere geben. Und es wurde wirklich viel gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir hier nun so finden. Ist natürlich schade, dass wir jetzt unseren alten Spielstand aufgeben mussten. Aber ja, gut. Was soll man machen? Es ist eben eine Alpha, da kann es ja dazu kommen, dass man dann irgendwie Probleme kriegt mit den verschiedenen Versionen. Ist ganz verständlich. Kann ich auch absolut nichts gegen sagen. Und außerdem, ja, ist ja ein Survival-Spiel. Und ja, dann startet man wenigstens immer wieder mit mehr Wissen. So, jetzt bin ich nur gespannt, kommen wir hier rein? Ich glaube ja nicht. Nee, hier kommen wir glaube ich nicht rein. Aber durch das Let's Play von dem lieben Gronkh habe ich schon eine Idee, wie wir da reinkommen. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas Besonderes ist. Da haben wir einen Seestern. Sieht nicht danach aus. Okay. Was ist das jetzt eigentlich? Ich traue ihm nicht, also bleibe ich lieber davon weg. Hm. Nun gut, dann wollen wir doch einfach mal anfangen. So, wir schauen mal auf unsere Uhr. Das ist auf Fahrenheit, ist in Ordnung, könnte schlimmer sein. Wir sammeln auf jeden Fall erstmal die einzelnen Sachen ein und schauen dann mal, wo wir unser Lager hinbauen. Ihr wisst ja, das, was man dann am Anfang eben so macht. Steinchen zusammensuchen, den Rest zusammensuchen. Ökopflanzen haben wir schon mal zwei hier vorne. Auch sonst haben wir hier einiges. Das ist doch nochmal sehr praktisch. Noch besser. Auch was zu essen. Krieg ja jetzt schon Hunger. Wie sieht's aus? Ja, doch, geht noch. Noch eine Potato Plant. Ich denke mal, dass wir uns. Hm.
Wir werden uns hier mal bei dem großen Stein platzieren. Deswegen kann ich hier schon mal die Sachen hinschmeißen. Das ist dann schon mal das Praktische. Also ich weiß, es ist schade, dass wir den alten Stand aufgeben mussten. Aber wer weiß, das mit dem Sachen wegschmeißen ist irgendwie auch ein bisschen blöder geworden, oder? Schmeißen jetzt wirklich direkt, nur noch direkt vor uns. So, und das hier hin. Und dann gehen wir mal weitersuchen. Wir fangen weiter hier hinten an. Noch ein Steinchen. Hier hinten waren, glaube ich, auch noch... Ja, hier ist noch ein Stein. Stachelrochen. Die sind jetzt auch neu. Bei denen muss man aufpassen, die sind tödlich. Also es gibt jetzt also auch mehr Tiere, die einen kurzerhand töten können. Also ich weiß noch nicht, wie sich das damit verhält, aber ist es halt gut möglich. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich bin auch mal gespannt, ob irgendwann irgendwie Kräuter, also Büsche dazu kommen, die einen dann irgendeinen Ausschlag geben oder so, die dann auch gefährlich sind. Also das Spiel wird dann auf jeden Fall schwerer werden mit der Zeit. Aber ich muss sagen, das kam jetzt recht schnell, glaube ich, das Update. Also der Hotfix ja sowieso, aber so generell finde ich, ist das doch schon mal ein ganz guter Anfang, dass schon mal weitergeschaut wird, dass schon mal ein bisschen mehr Sachen dazukommen. Aber davon kann man ja ausgehen in der Alpha. Und es muss, wie gesagt, nicht alles glatt laufen. Das sollte dann höchstens so ab der Beta sollte es dann schön sein. Aber das ist ja... Ist das noch ein Stick? Nee. Ja, na gut. Noch ein Stein. Also so große Inseln sind doch dann ganz schön. Mal schauen. Also wenn man jetzt ins Wasser geht, auf jeden Fall müssen wir uns dann einen Speer mitnehmen, damit wir uns verteidigen können. Ich glaube, anders geht's gar nicht mehr jetzt. Oh, Moment, das Pocket Knife brauchen wir noch. So, zwei davon und nochmal vier. Steine haben wir einige, das ist sehr schön. 1, 2, 3, 4. Aber Moment, das waren die Potatoes und hier waren die Lashings. So. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal direkt ein paar Sachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und noch ein. 1, 2, 3, 4. So. Und dann craften wir auch direkt mal. Den hier müssen wir erst noch zerschlagen. So, Crude Axe, dankeschön. Dann haben wir hier Crude Hammer. Danke auch. Hier können wir schon was mitmachen. Ach ja, schön, Crude Axe. Nein, danke. Nein. 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 Dann machen wir es klein und gehen mal auf den Stein los. Aber nur, wenn er will. Und er muss. Er hat keine Wahl. Er muss einfach. Jawohl, das hat funktioniert. Wunderbar. Und dann können wir uns hier einen Speer draus zimmern. Den können wir mal fast so viel liegen lassen. Den schmeißen wir hier hinten mit hin. Denn das erste, was ich jetzt ausprobieren werde, wie sieht's aus? Gesundheit und allem drum dran. Bisschen Hunger. Da kümmern wir uns später drum. Wo war denn der Stachelrochen? Der war, glaube ich, hier irgendwo, ne? Ich weiß halt nicht, was man davon essen kann und was nicht. Da muss man, ich glaube, das muss man alles rausfinden. Und ich glaube, da wird man auch sehr oft dran sterben können. Deswegen nehmen wir uns mal die Axt. Und versuchen mal da hinten an das Boot dran zu kommen. Das schaffen wir anhand dieser Palme. Hoffentlich. Ich probiere es mal aus. Also, Gronk schafft's. Schaff ich auch. Nicht, vielleicht. Oder doch? Wer weiß. Nur eine Kokosnuss? Oh Gott. Okay, jetzt muss man doch auch wirklich mehr aufpassen. Wegen Fischen und allem drunter. Jetzt,
Jetzt wird das ganze Spiel schon noch ein Ticken schwieriger. So, das schmeißen wir mal hier hin. Und das schmeißen wir mal da oben drauf. So. Damit sollten wir jetzt auf jeden Fall hochkommen. Ja. Sehr schön. Up. Hardcase. Was haben wir hier? Torch. Okay, her damit. Nehme ich gerne mit mir. Kommen wir hier unten? Ne, kommen wir nicht rein. Aber hier kommen wir, glaube ich, rein. Ja, genau. Mal schauen, was wir da finden. Schönes. Eine Bandage. Das kann schon mal gut sein. Noch ein Paddel. Duct Tape. Oh. Okay. Ich habe zu viele Sachen dabei. Jerrycan. Und Fuel Tank. Okay. Das ist schon mal schön. Das Paddel lasse ich mal hier. Ich nehme mal das Duct Tape erstmal mit. Wir werden also das Teil hier dran stehen lassen. Gehen wir mal den Speer. Damit wir auch hier wirklich weiter hochkommen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal am besten an die Bauphase, dass wir uns möglichst schnell was bauen, um nachher halt auch gesichert zu sein. Denn wir können halt mehr erleben. Und da sollte man drauf vorbereitet sein, ne? Und eine gute Basis haben. Dann kommt hier die Torch noch mit dazu. Die Bandage kommt mit dazu. Das Duct Tape kommt mit dazu. Und hier schmeißen wir einfach mal die Kokosnuss hin. Aber wenn es wirklich nur so wenig Kokosnüsse gibt, dann ist die Hauptquelle meiner Nahrungsaufnahme, die ich sonst immer hatte, leider weg. Dann wird es nämlich ein bisschen schwieriger. Dann hoffe ich mal, dass der Rest einfach funktioniert. Oh ja. Ja, die wurden re deutlich reduziert. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber naja, Survival ist nicht immer das Gleiche. Das wird uns sozusagen mit den Patch Notes, aber mit den Updates wird uns das dann sozusagen gezeigt. Es ist wie immer wieder eine Veränderung damit drin, ne? Und so ist es auch beim Survival. Hier waren zum Beispiel drei mit dabei, das ist ja auch nicht schlecht. So. Wir nehmen jetzt erstmal ein paar Bäume auseinander, bauen uns wie immer erstmal einen kleinen Unterschlupf. Und Feuer und allen drum und dran, kommt alles mit dazu natürlich. So. Und der hier kommt noch mit. Ich bin mal gespannt, was das Spiel noch alles für uns. Bereithält. Na, wo war der Hai? Okay. Er will nicht mit uns spielen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir schauen erstmal weiter. Da ist der Hai. Der ist doch ganz schön nah bei uns da dran. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch rausgepatcht haben, dass die Haie bei einem immer in der Nähe drin sind. Nein, die Kokosnüsse. So, zack, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Okay, dann gucke ich gerade erstmal. Kokosnuss. Boah, jetzt wurde auch was verbessert. Food. Ja, okay. Da wurde also auch was dran gemacht. So, Kokosnüsse. Hier machen wir einfach schon mal ein Campfire draus. Wir wissen nie, was wir brauchen können. Deswegen bauen wir schon mal eins. Und ich hol mir auch erstmal ein paar Krabben, glaube ich. Das wurde jetzt wohl verbessert soweit, dass man da jetzt nicht mehr so viele braucht, um gesättigt zu sein. Sardinen wäre natürlich auch eine Idee. Die sind dann wahrscheinlich nicht so nährwert. Oder nährreich eher gesagt. Der Nährwert ist dann nicht so hoch. Wo waren denn vorhin Krabben? Hier vorne waren, glaube ich, vorhin Krabben. Krabben, 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 Krabben. Crab, Crab, Crab. Hi, hi, hi. Hier, genau. Oh, sind die süß. Entschuldigung. 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 Entschuldigung.